Puh, was sein muss, muss sein. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ihr seht, ich bin schon wieder geladen. Beziehungsweise der Trailer ist beladen. Ich bin tiefenentspannt. Vandale leuchten sind an. Und wir machen uns auf den Weg. Let's go. So, dann wollen wir mal. Dann schlängeln wir uns hier mal so ein bisschen vorsichtig raus. Mit dem RGN-Auflieger ist das immer so eine Sache. Der kann den doch mal schnell aufsetzen. Ja, die Maschine, die wir drauf haben, die geht nach Santa Cruz zu HMS, weil die hat irgendein Hydraulikproblem. Das ist ja zum Glück nicht unser Problem, weil wir bringen die Maschine bloß dorthin. Ich denke mal, das sollten wir eigentlich auch heute schaffen. Ich musste die Route bloß ein bisschen anders planen, weil ich mit dieser Maschine nicht direkt durch San Francisco fahren sollte. Was ich auch sehr gut verstehen kann und auch gutheiße, weil mit dem Gespann durch San Francisco, nein. Und ihr seht's, ich habe voll getankt. Das habe ich also nicht vergessen. Nicht, dass uns sowas passiert wie beim letzten Mal, dass wir da irgendwelche Leute anhauen müssen, ob die ein bisschen Sprit für uns haben. Und für die, die der Kontostand interessiert, $2.653. Da war einmal das Geld von meiner Tour drinne und der gute Daniel hat auch noch eine Tour abgegeben. Darum haben wir wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Get ready to turn right. Turn right. Das können wir wieder ausmachen. Den lassen wir lieber noch mal durch. Ja, wir sind jetzt ein bisschen oberhalb von Redding. Und werden uns jetzt durchkämpfen nach Santa Cruz. Aber das habt ihr ja zu Anfang auch schon gesehen, wo es hingeht. Bisschen vorsichtig hier machen, weil wir sind nicht gerade leicht.
Michael ist ja auch unterwegs Richtung Houston. Ich bin schon gespannt, wie seine neue Plane aussieht. Kalifornien und seine 55 Meilen. Und zumindest brauche ich mir keine Gedanken machen bezüglich den Umweltauflagen, die es hier gibt. Weil der Truck ist nun mal neu, erfüllt alle Auflagen, die es hier gibt. Somit sollte also nichts schief gehen. Müssen wir mal gucken, weil die Ampeln, die springen hier immer dermaßen schnell um für die Linksabbieger. Da kommt meistens immer nur ein Truck rüber. Und ich habe das schon so oft gehabt, dass ich während des Abbiegens noch den orangenen Pfeil da oben gesehen habe. Was es zur Experimental Beta und dem Multiplayer zu sagen gibt, brauche ich ja nichts mehr erzählen, weil wenn ihr da was wissen wollt, könnt ihr euch das gerne auch noch bei Michael angucken. Weil der hat da sehr ausführlich drüber gesprochen. Und ich denke mal, da brauche ich das Ganze jetzt nicht gebetsmühlenartig nochmal wiederholen. Einziger Vorteil ist, dass man hier schön sparsam fahren kann. Aber ich glaube, hier kommt jetzt auch gleich noch eine Waage. Und egal, ob sie sagen, wir dürften vorbei oder nicht, raus müssen wir so oder so. Und der ein oder andere schlaue Fuchs unter euch wird sicherlich sagen, ja, aber da fehlt jetzt ja vorne und hinten das Oversize-Zeichen. Ja, ihr habt recht, normalerweise müsste ich das jetzt dran machen. Aber es ist halt immer so eine Sache, ich müsste dann bei jeder Fahrt erstmal mal gucken, was wird es, muss ich es dran machen, muss ich es nicht dran machen. Und darum einigen wir uns drauf, wenn die Rundumleuchten an sind, ist es ein Oversize. So, mal kurz eben gucken, dann kann ich euch gleich weiter erzählen, was ich sagen wollte.
scheint alles in Ordnung zu sein. Aber einigen wir uns drauf. Oversize mit Lampmann reicht. Weiter geht die wilde Fahrt. Ja, was uns nach Santa Cruz erwartet, weiß ich jetzt gar nicht so. Das ist immer so ein bisschen Überraschung. Je nachdem, was bei HMS dann ansteht und welche Fahrer halt schon da waren. Klar gibt es auch mal eine Tour, wo ich dann halt hinkomme und schon weiß, okay, die und die Rückladung habe ich. Das geht ja nach da und da, aber jetzt bei dieser Zweigstelle von HMS ist es eher so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Darum weiß ich halt nicht, was ich von da wieder mitnehme. Ich sag mal, jetzt im blödesten Fall kann es sein, dass wir die gleiche Maschine bzw. eine reparierte Maschine wieder hochbringen nach Reading. Steckt man jetzt nicht drin. Aber da gehe ich mal nicht von aus. Aber wie heißt es immer so schön? Meistens kommt es anders. Und dann noch als man denkt. Weisheiten des Sven Marx. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es wird eine entspannte Tour. Weil die 55 Meilen, die werden uns noch lange begleiten. Aber selbst in anderen Bundesstaaten, wo man halt 75 oder gar 80 fahren darf, werden wir uns halt auf die 65 beschränken, weil mit dem Oversize möchte ich keine 80 Meilen fahren. Daniel hat sich auch wirklich gut eingelebt. Er schwärmt ja immer noch von dem Mac. Er sagt ja immer, das ist so ein geiles Gerät. Und ich bin ihn ja auch wirklich gerne gefahren. Und vielleicht irgendwann bietet sich das vielleicht nochmal an. Wenn Daniel dann mal irgendwie frei hat und der Cascadia ja hier zum Service muss, dass wir dann nochmal wieder eine Tour mit dem Mac fahren. Weiß man halt alles nicht, aber erstmal sind wir jetzt unterwegs, um wieder das Konto ein bisschen aufzufüllen. Weil da wurde jetzt schon abgebucht und da sind es bloß noch 2097 Dollar.
können die sich mal entscheiden, ob sie jetzt schneller fahren wollen oder nicht. Ich wäre sehr dankbar. Schauen wir aber Glück zu haben und wir kommen mal dran vorbei. Und ja, ich könnte ein kleines bisschen schneller fahren, aber die Cops hier, die haben da echt eine Nulltoleranzgrenze. Ich möchte ungern ein Ticket kassieren. Auch wenn die hinter mir, wenn welche hinter mir sind, ich gehe immer ganz stark von aus, mich gerade hassen. Ich hoffe mal, dass wir hier auch gleich an den Schnarchnasen vorbei sind. Bin ich ganz froh, dass ich hier drin die 600 PS Maschine habe. Da habe ich dann so am Berg doch mal so einen gewissen Vorteil. Auch wenn das Überholmanöver eben nicht wirklich die feine englische Art war, aber wir sehen ja auch, dass nicht wirklich einer an uns vorbeizieht. Sacramento. Ich weiß ja jetzt auch gar nicht, was das für ein Hof da ist von HMS, ob das ein größerer ist oder nur so eine kleine Klitsche. Wenn es wieder dieses kleine Ding ist, dann muss ich da wieder rückwärts rauf fahren im schlimmsten Fall. Und da kann man denn nur hoffen, dass die Verkehrsteilnehmer ein bisschen mitdenken. Was ja leider Gottes nicht immer der Fall ist. Und ja, wir fahren einen kleinen Umweg, weil über San Francisco wäre es halt kürzer gewesen. Aber aufgrund der Brücke, meiner Gespannlänge und des Gewichts sagt mein Permit, nein, du fährst außen rum. Aber ich denke auch mal, da gibt es Schlimmeres. Vielleicht habe ich ja sogar Glück und ich kriege als nächstes eine Tour nach Houston. Dann könnte ich mich da glatt nochmal mit Michael treffen, weil der dürfte denn ja auch recht zeitnah dort ankommen. Wobei es für mich denn von Santa Cruz doch noch ein bisschen
eine längere Fahrt ist. Aber all das werden wir in der nächsten Folge sehen. Erstmal, Edmund, musst du mir immer dazwischen reden. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Danke, Edmund. Was mich natürlich persönlich sehr, sehr freuen würde, wenn ich auf der nächsten Tour auch mal durch Bakersfield wieder durchkomme. Und dann auch noch so viel Glück habe, dass Anna offen hat. Aber mir fällt da gerade noch eine Sache ein, die Michael vergessen hat zu erzählen. Mit der 1.41 wird es so sein, dass wenn es regnet, die Straße dementsprechend auch rutschiger wird. Da muss man dann, wenn man halt in eine etwas schärfere Kurve reinfährt, doch mal ein bisschen mehr runterbremsen. Und auch so, beim Bremsen an sich, sollte man dann den Witterungsverhältnissen angepasst fahren. Finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache, dass, wenn es jetzt wirklich regnet, die Straße auch dementsprechend rutschiger wird. Ich bin eh schon sehr neugierig, was da noch so alles kommen wird. Jetzt nicht mit der 1.41, sondern allgemein, was so in Zukunft noch alles bei SCS aus dem Ärmel geschüttelt wird. Und ich denke mal, der ein oder andere wird rumjammern. Ja, aber jetzt nur einen überarbeiteten Fotomodus und Kalifornien ein bisschen überarbeitet und den Multiplayer ist aber ein bisschen wenig für ein Patch. Dem kann ich so nicht zustimmen, weil das mit dem Multiplayer ist schon wirklich eine coole Sache. Und dass jetzt nicht jeder Patch Änderungen bringt, ist irgendwo auch verständlich. Es gibt halt mal mehr Änderungen, mal weniger. Aber wir müssen immerhin bedenken, wie alt dieses Spiel jetzt eigentlich schon ist. Und wir immer noch mit neuen Content versorgt werden. Da auch nicht. Perfekt. Hier brauche ich die Cruise Control gar nicht erst einschalten, weil da vorne müssen wir eh wieder abbiegen. Navi. Da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Aber bevor ich das tue, machen wir einmal
Sorry, I must back up. Okay. Wie sieht denn das überhaupt da auf der Seite aus? Wir haben noch nicht eingeplankt. Ich werde das mal eben mit der guten Dame hier klären, dass ich hier nochmal zurücksetzen möchte. Und dass es wirklich sehr nett wäre, wenn die wegfahren würden. Also, wir sehen uns gleich. So, ich konnte das mit denen noch endlich klären, dass ich hier nochmal zurücksetzen muss. Und dann holen wir jetzt mal ein bisschen weiter aus. Hier auch rumkommen. Aber was hat mir da das Amt hier für eine, beziehungsweise die mir das Permit ausgestellt haben, was haben die mir hier für eine Route gegeben? Wenn mir hier einer entgegenkommt, dann habe ich aber sowas von verloren. Das ist ja die Umleitung des Grauens. Jetzt betet mal, dass mir hier wirklich keiner entgegenkommt. Ich ahne Schlimmes da vorne. Na, das kann ja was werden. Obwohl, so schlimm ist die Kurve doch nicht. Glück, bis jetzt ist uns noch keiner entgegengekommen. Und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Hier am Arsch der Heide in der Rest Area. Ich weiß nicht, ob die so gut besucht wird. Ich denke mal, ich bin im Moment der Einzige, der hier wirklich mit dem Oversize langfährt. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
lass bitte keinen von vorne kommen. Sieht es zumindest wieder ein bisschen besser aus hier. Ich hoffe mal, dass wir das schlimmste Stück jetzt hinter uns haben. Oder wird das jetzt hier zum Waldweg? Das wäre es ja noch, die ganze Strecke rückwärts zurück. Dann würde ich aber mehr als im Strahl kotzen. Das alles nur, weil ich nicht durch San Francisco fahren soll. Juhu. Zumindest sind wir noch einigermaßen in der Zeit. Bis HMS ist es auch nicht mehr so weit, also. Es hätte bloß noch gefehlt, dass auf dieser Brücke hier eine Gewichtsbegrenzung steht. Mein Navi scheint heute auch ein bisschen zu spinnen. Here we are, safe and sound. Noch sind wir nicht da. Zumindest kann ich das Ziel sehen. Aber das Navi scheint sich gerade aufgehängt zu haben. Wir haben zumindest wieder eine große Straße. HMS. Es ist nicht zu verfehlen. Ah, das Navi hat sich auch wieder beruhigt.
da mal eben hin und frag mal, wo wir denn hier abladen sollen. Hello. Yes, I bring this machine. There's hydraulic problems. Tomorrow. Okay. Okay, I can park on the gate and then. Okay, sounds good for me. Okay, thank you. Die haben die Maschine erst morgen erwartet. Aber ich kann mich schon mal vor das Tor stellen. Das ist schon mal viel wert. Dann machen wir das doch mal. Obwohl, den Warnblinker können wir schon mal gleich anlassen. Aber hier scheint auch nicht viel Verkehr zu sein. So, dann lassen wir das einfach hier mal so stehen. Ich werde die Kollegen da drin mal fragen, was jetzt hier Phase ist. Aber wie gesagt, da müsst ihr jetzt nicht mit bei sein. Sondern wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich eine andere Straße fahren als die, die wir eben gefahren sind. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, tschüss. Hello, Sir.